Alle zwei Jahre lockt die Landmaschinenausstellung Agritechnica hunderttausende Besucher nach Hannover. Es ist eine Messe der Superlative auf einem der größten Veranstaltungsgelände der Welt. Das Who is Who der Branche, genauso wie viele Newcomer, präsentieren ihre Neuheiten und Visionen rund um die Landtechnik. Inside Agritechnica nimmt euch mit hinter die Kulissen des Mega-Events. In Teil 1 haben wir euch bereits die Aufbauarbeiten in einigen Messehallen vorgestellt. Darüber hinaus haben wir euch gezeigt, wie große Ackergiganten ihren Weg nach Hannover finden. Und wir haben die Zentrale der DLG in Frankfurt besucht, um dem Projektteam über die Schultern zu schauen. Nun sind wir wieder zurück auf dem Messegelände in Hannover. Viktoria Dietz ist Produktmanagerin bei Kubota und verantwortet den Standbau für den japanischen Hersteller. Ja, die Agritechnica ist natürlich immer ein Riesenevent für uns und natürlich auch mit viel Logistik verbunden. Wir haben jetzt zum Beispiel ca. 13 LKWs, die wir aus unserem Werk in Rottgau hier anliefern lassen. Und zusätzlich haben wir natürlich noch aus anderen Werken wie unsere Kubota Anbaugeräte, die hierher kommen. Und natürlich auch noch aus Japan, die natürlich noch mehr Logistikaufwand haben. Und hier ist immer relativ viel Logistik. Und bis die LKWs mal hier sind, und dann geht es hier natürlich weiter mit der Koordination auf dem Gelände, dass wir sichere Abladeplätze haben und auch alle Maschinen sicher in die Halle bekommen. Ein Stück weit ist man natürlich immer nervös, das gehört auch dazu, weil man hat lange auf das Projekt hingearbeitet. Aber es ist auch ganz viel Vorfreude dabei und heute ist Montag, deswegen sind wir auf jeden Fall noch gut im Plan und hoffen, dass es auch so bleibt. Mehr Frauen für die Landtechnikindustrie zu begeistern und generell junge Menschen für den Einstieg in diese Branche zu motivieren, ist ein Anliegen, das man überall auf der Agritechnica 2023 wahrnehmen wird. Um die spannenden Möglichkeiten in dieser Zukunftsbranche herauszustellen, haben die Organisatoren einen Veranstaltungstag den Young Farmers gewidmet. Ein weiterer Messetag steht im Zeichen der diesjährigen Partnerländer Polen und Frankreich. Schon zu Kindertagen war die Agritechnica für uns alle zwei Jahre ein Highlight. Heute als Filmemacher weltweit die Branche zu begleiten und selber als Aussteller hier vor Ort zu sein, macht einfach nur Spaß. Es gab in der Vergangenheit in Hannover immer so viel zu entdecken und dabei auch hin und wieder Exponate und Visionen, wie sie so in dieser Form nie in Serie gingen. Traktoren wie der Tri6 von Fendt oder der Agro XL von Deutz-Fahr waren Einblicke in die Entwicklungsabteilung der jeweiligen Hersteller. Und auch für die Agritechnica 2023 sind längst noch nicht alle Geheimnisse gelüftet. Es bleibt spannend bis zum Messebeginn. Im Messegeschehen auffallen und virale Fotomagneten erschaffen, das ist in Zeiten von Social Media mindestens so wichtig wie die Präsentation vor Ort. Die Agritechnica ist vor allem eins, ein Ort, um Landtechnik wahrhaft zu fühlen. Die Innovationskraft der Branche ist ungebrochen. Vor 20 Jahren überboten sich die Hersteller noch mit immer mehr Motorleistung und Arbeitsbreite. Heute gibt es neue Trends. Zwar werden wir auch 2023 wieder größer, schneller weitersehen, aber im Fokus stehen insbesondere Hightech-Themen und die Nachhaltigkeit. Das unterstreicht auch die diesjährige DLG Innovation Award Medaillenvergabe. Alternative Antriebstechnologien in Hybrid, voll elektrisch oder gasbetrieben werden die Besucher bei verschiedenen Herstellern präsentiert bekommen. Die Organisatoren haben dafür sogar eigens einen Rundkurs zur Probefahrt, die sogenannte Drive Experience, geschaffen. Zurück zu den Aufbauarbeiten. In Halle 12 sind einige Bodenbearbeitungs- und Sätechnikhersteller untergebracht. Die Agritechnica ist für den typischen Mittelständler Köckerling aus Ostwestfalen ein riesiges Projekt mit Tradition. Köckerling gibt es seit 1955 und schon damals war es unserem Seniorchef unheimlich wichtig, die Maschinen auf Ausstellung zu zeigen, gerade auch auf internationalen Ausstellungen. Und da ist die Agritechnica eigentlich die Nummer eins. Und deswegen begleiten wir diese Ausstellung eigentlich schon seit Frankfurt, Hamburg, verschiedene Messestandorten, ja, und freuen uns jetzt hier auf Hannover. Ja, ich muss sagen, das ist schon Ausnahmezustand über so ein paar Wochen. Das ist eine Teamleistung, nicht nur von einzelnen Gruppen oder Abteilungen,
sondern da muss ja jeder mitarbeiten. Nicht nur Kröckerling-Mitarbeiter, sondern sicherlich auch Lieferanten. Da sind Dienstleister dabei, die Transporteure, weil es ist nicht so einfach, ein großes Gerät, wir haben also 12,70 Meter Arbeitsbreite auf dem Stand, genau auf die Minute pünktlich nach Hannover zu schaffen. Und somit erfordert es auf der einen Seite natürlich intensive Absprachen, aber natürlich auch die Leidenschaft und Engagement von ganz, ganz vielen Mitarbeitern. Angefangen vom Service, Business bis hin zur Endmontage. Und da freue ich mich jedes Jahr drauf, weil das echt super funktioniert. Global Player, Hidden Champions und innovative Erfinder. Die Agritechnica bietet sämtlichen Unternehmen eine Plattform. In der Messehalle 25 finden sich die ganz großen Maschinen. Die selbstfahrenden Kartoffel- und Zuckerrübenvollernter der verschiedenen Hersteller werden weltweit nachgefragt. Ja, hier in Halle 25 auf dem Grimme-Stand haben wir ein breites Portfolio aus Kartoffel-, Rüben- und Gemüsetechnik von klein bis groß. Und da fangen natürlich auch die Schwierigkeiten an. Ich bin das erste Jahr in diesem Jahr verantwortlich für diesen Stand. Und natürlich ist auf dem Blatt Papier alles einfach hin und her zu schieben. Und wenn man dann hier in Realität ist, ist es dann doch ein bisschen schwieriger, die kleinen Maschinen, kleinen Beetformer bis hin zum 30-Tonnen-Rübenroder auf dem Stand vernünftig zu platzieren. Und gegebenenfalls muss man dann doch nochmal hier improvisieren. Aber wir sind zumindest schon mal froh, dass hier das Wetter hält, dass die Maschinen alle trocken hergekommen sind und wir jetzt nicht ganz so viel putzen müssen. Die Agritechnica 2023 wird sich neben einigen Aktivitäten auf dem Freigelände über 24 Messehallen erstrecken. Schon der einfache Rundgang nimmt dabei eine Wegstrecke von mehr als 3,5 Kilometern in Anspruch. Es gibt viel zu sehen und alle Aussteller geben ihr Bestes, um die Veranstaltung nach der Covid-19-Unterbrechung wieder zu einem echten Branchenevent zu machen. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Reportage ein bisschen auf euren Messebesuch vorbereiten konnten. Wir sehen uns in Hannover.